Ich zitiere Robert Habeck aus dem Frühjahr letzten Jahres. Wir sind Robert Habeck im ZDF. Wir sind, bitte nicht unterbrechen, bitte nicht unterbrechen. Wir sind Wirtschaftskriegspartei. Ihr Wirtschaftsminister im öffentlichen Fernsehen. Sind quasi Kriegspartei als Wirtschaftskriegspartei. Da sind Sie ja auch nicht an die Decke gegangen. Punkt 1. Und ich bitte Sie, das sozusagen im Sinne einer sachlichen Diskussion ab hier auch zu lassen. Punkt 2. Lassen Sie mich ausreden. Niemand relativiert, wer in die Ukraine einmarschiert ist. Es war Russland, das in die Ukraine einmarschiert ist. Aber was wir nicht mitmachen, ist die Geschichte, dass dieser Krieg der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit ist, der ohne Vorgeschichte ausgekommen ist. Erst war Frieden und dann war Krieg. Sie erklären diesen Krieg wie in einem Batman-Film. Gut gegen Böse. Und so kommt man aus dieser Situation nicht raus. Ehrlichkeit heißt zu wissen, was war die Geschichte, wie sind wir da hingekommen. Und das relativiert nichts daran. Und ich habe null Sympathien mit der russischen Regierung. Würde ich das, was ich hier tue, in Russland tun, wäre ich dort im Knast. Das weiß ich. Und damit habe ich null Sympathien. Und trotzdem stehe ich hier und sage, was ist. Und das ist die Aufgabe einer Opposition.